Guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof, weil ich fahre heute nach Halle. Und da treffe dort zwei wunderbare Frauen. Die eine davon ist Laura, die kennt ihr schon von meinem Kanal, von Sei dir selbstbewusst. Und wir wollen ein paar Videos zusammen drehen. Und die andere ist eine Autorin, die ich super, super toll finde. Ich verlinke euch mal ihre Bücher unten in der Infobox. Die sind alle super empfehlenswert. Ich bin in Leipzig angekommen, schon vor einer ganzen Weile. Wir haben uns nämlich verquatscht. Also ein kleines bisschen. Wir haben uns einen Tee gemacht und uns hingesetzt und wollten kurz quatschen, bevor wir dann anfangen zu drehen und Podcast-Folgen aufzunehmen. Und plötzlich war halt eine Stunde vergangen. Genau. Aber es war eine coole Stunde. Es war super genial und die ist so schnell vergangen. Das, kennt ihr das, wenn ihr so Menschen trefft zum allerersten Mal und ihr könnt stundenlang miteinander reden ohne Pause? Das war voll schön. Ja, und so muss das sein. Und genau, ich bin mit einer ganz konkreten Frage von euch nämlich hierher gekommen. Und zwar wolltet ihr gerne wissen, das hatte ich zum Thema 5 Tipps zu mehr Selbstbewusstsein erzählt, dass die Körperhaltung halt ganz wichtig ist fürs Körperbewusstsein und für Selbstbewusstsein und die deutliche Aussprache. Und dazu möchte euch Laura heute noch ein bisschen was erzählen und euch ein paar Tipps geben. Ja, auf jeden Fall. Und noch eine ganz konkrete Frage, was ganz Bestimmtes. Also eine Zuschauerin hat gesagt, sie nuschelt immer ganz stark und weiß nicht, wie sie das ändern sollte. Also Nuscheln ist halt immer so ein Problem. Zum einen hat das was mit Gewohnheit zu tun. Also du bist es zum Beispiel einfach gewohnt, dass du dich vielleicht mal nicht getraut hast, deutlich zu sprechen. Oder es hat sich halt aus Faulheit und Bequemlichkeit, das kenne ich von mir manchmal auch, hat sich halt so eingebürgert irgendwie. Hat man sich das angewöhnt. Also das Erste, dass du ganz bewusst darauf achtest, zu sagen, okay, du nimmst dir jetzt so am Tag eine halbe Stunde, wo du dich mal mit einer Kollegin unterhältst oder mit einer Freundin. Und genau diese halbe Stunde achtest du ganz bewusst darauf, deutlicher zu sprechen, etwas langsamer zu sprechen und auch, was halt dieses Nuscheln bedingt, ist, dass du die Worte einfach gar nicht deutlich ausformulierst, also die Vokale zum Beispiel, und da übertreib halt mal so ein bisschen. Du kannst dich auch, das ist sehr witzig, mal vor den Spiegel stellen und gucken, was bewegt sich eigentlich in deinem Gesicht beim Sprechen. Ja. Ey, was da bei mir so in den Seminaren so die Leute manchmal denken, oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass hier die eine Seite irgendwie mehr runtergeht als die andere oder dass der Kiefer total fest ist, vor den Spiegel stellen, dir irgendwas erzählen und mal gucken, was passiert da eigentlich. Kannst dich alternativ auch mal als Video aufnehmen, so filmen und dann gucken, ah okay, und später dir das anschauen. Dann bist du während des Sprechens nicht so abgelenkt. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, dass wir ganz oft sehr verspannt sind, so im Kiefer. Mhm. Vielleicht kennst du das von Zähneknirschen oder manchmal haben wir auch Kopfschmerzen dadurch. Und dann ist hier alles fest und verspannt. Und wenn das fest ist, dann kannst du natürlich auch nicht deutlich reden, weil sich hier nichts mehr bewegt. Ja. Das ist alles verspannt und fest. Also sorg mal dafür, dass du hier so am Kiefergelenk, gerade da hier, wo die Kaumuskulatur auch ist, immer wieder lockerst, immer wieder hier so, ach, sie kann total blöd aussehen, das ist völlig egal, sieht ja sonst keiner. Genau. Und das ist das eine. Und eine dritte Sache ist, das ist so meine Lieblingsübung für die Stimme, dass du deine Lippen mal ganz locker machst. Und so das Lippenflattern, also einfach so ein Das können die kleinen Kinder immer schon. Das stimmt, und das stimmt. Das ist echt optimal, einfach mal so kurz nach dem Aufstehen, wenn es alles so noch und keine Ahnung, unter der Dusche oder so, ist das auch völlig egal. Also, und das wird alles wunderbar gelockert und durchblutet und danach merkst du auch, dass alles viel entspannter ist und du viel geschmeidiger auch reden kannst. Und das sind eigentlich so die drei Hauptdinge, ne? Dass du mal bewusst darauf achtest, dass es keine Gewohnheit mehr ist und dass du dann nicht zu faul wirst. Ja. Dass du als zweites dann auch mal schaust, dass hier alles locker ist und die Muskulatur, die Kiefermuskulatur, dass es überhaupt geht, deutlicher zu sprechen. Und als drittes dann auch noch dieses Lockern, einfach dieses lockere Lippenflattern. Das tut unglaublich gut. Das ist die einfachste Übung aus der, aus der Stimmenübung und im Stimmtraining. Ja. Und im zweiten Teil wollen wir euch jetzt noch ein bisschen was zur Körperhaltung sagen, zur Körperspannung. Und Laura möchte euch da was ein bisschen zeigen, weil ich kenne das selber von mir. In meiner Jugend hatte ich eine unglaublich schlechte Haltung, so die Schultern so nach vorn und sich so klein machen, möglichst in der Masse halt untergehen. Und das sollte man nicht. Man sollte gerade stehen und Präsenz zeigen und das ist wichtig fürs Selbstbewusstsein. Also einfach zur aufrechten Körperhaltung. Das gibt verschiedene Bilder, die euch helfen, im Alltag wirklich eine aufrechte Haltung zu haben. Einmal ist eine ganz einfache Geschichte, das ist der sogenannte goldene Faden. Das haben wir so aus der Stimmbildung, aus der Sprechbildung, weil eine aufrechte Haltung dafür natürlich auch wichtig ist. Funktioniert so, ihr stellt euch vor, dass euch hier am Hinterkopf
hier oben ein goldener Faden so nach oben zieht, wie bei so einer Marionette. Und das richtet euch auf. Das sorgt dafür, dass der Hals ganz gerade und aufrecht wird. Und hier oben wirklich dieser Gedanke bis zum Himmel, bis zum Himmel oben, zieht euch hier dieser goldene Faden. Dadurch richten sich gleichzeitig auch die Schultern auf. Es wird alles ganz lockerer und entspannter. Und ihr seid insgesamt viel aufrechter. Eine Sache, die dauert höchstens eine Minute und ihr könnt immer im Alltag daran denken, aha, okay, Moment, jetzt goldener Faden, kurzer denken und dann könnt ihr so aufrechter durchs Leben gehen. Eine zweite Variante ist, ihr stellt euch vor, dass ihr eine große Krone auf dem Kopf habt. Ja? Und diese Krone wollt ihr natürlich auch balancieren. Also hier genau das Gleiche, wenn ihr mit dem Fadenbild nicht so gut klarkommt. Stellt euch vor, ihr habt hier eine große Krone auf dem Kopf und die richtet euch auch automatisch gleich wieder auf. Und die balanciert ihr ja auch damit auch wieder. Ne? Sorgt auch dafür, dass die Schultern etwas lockerer sind, dass ihr hier ausbalanciert und dass ihr nicht so, ich übertreibe jetzt, ja, das ist klar. Ihr kennt das so, diese Schildkrötenhaltung, vielleicht auch vom Computer, wenn ihr dann immer so sitzt und immer mehr in euch einsinkt, dann denkt daran, euch zwischendrin auch wieder mal aufzurichten. Es ist auch, wenn ihr viel im Büro sitzt, ja, dann kann es sein, dass ihr euch diese hängende Haltung, ja, diese kleinmachende Haltung angewöhnt habt. Gar nicht, weil ihr unsicher seid, sondern weil ihr halt immer so am Schreibtisch sitzt. Und so sitzen wir halt nun mal. Aber das Problem ist, ihr nehmt euch diese eingefallene Haltung in den Alltag mit. Ihr lauft irgendwann auch so durch die Gegend. Ja, und das wollt ihr ja nicht. Und dann könnt ihr auch lernen, euch auf dem Schreibtischstuhl genauso aufzurichten. Da gibt es auch eine ganz einfache Übung, die kann ich euch auch gleich zeigen. Machen es jetzt einfach hier zusammen, so als würdet ihr im Büro oder bei euch zu Hause am Schreibtisch sitzen. Und genauso könnt ihr es halt auch immer nachmachen. Und zwar einmal macht ihr zuerst ganz übertrieben diese eingefallene Haltung. Okay? Also ihr hängt wirklich so da, wie ihr sonst auch immer am Schreibtisch hängen würdet. Und jetzt richtet ihr euch ganz bewusst Stück für Stück auf. Ihr fangt an, euch vorzustellen, dass sich erst die untere Wirbelsäule aufrichtet, dann der Oberkörper, dann nehmt ihr die Schultern zurück. Und dann geht der Kopf nach oben. Und jetzt sind wir nochmal bei dem goldenen Faden. Jetzt stellt ihr euch im Sitzen vor, dass euch hier nochmal ganz bewusst so ein goldener Faden nach oben zieht. Und ihr richtet euch auch nochmal wie diese Marionette ganz klar nach oben auf. Und so sitzt ihr dann. Und so bleibt ihr dann so lange sitzen, wie ihr könnt. Es wird nicht allzu lange sein, weil kommt ein Anruf oder kommt irgendwas, was ihr schreiben wollt, eine E-Mail und dann kommt wieder das hier. Und wenn ihr das merkt, sagt wieder, hey, stopp. Und dann richtet ihr euch wieder ganz bewusst gerade auf. Und das könnt ihr immer wieder machen, immer wieder. Weil je öfter ihr das macht, desto mehr gewöhnt ihr euch daran, wieder eine aufrechte, starke, selbstbewusste Haltung zu haben. Und je öfter ihr das macht, desto besser werden auch die Rückenmuskulatur und so. Die sind es ja gar nicht mehr gewöhnt, uns aufrecht zu halten, ja. So traurig das auch ist, aber je öfter ihr euch aufrichtet, desto stärker wird die Muskulatur und desto besser werdet ihr euch dran gewöhnen an eure selbstbewusste, aufrechte Körperhaltung. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ich bin gleich da und es war so, so schön. Laura zu treffen war ganz, ganz toll. Das war wieder eine dieser klassischen Begegnungen, wo man sich quasi im Internet schon gut findet und mag und dann im realen Leben auch. Und dann habe ich noch Carla Grün, die Autorin, getroffen, deren Bücher ich super toll finde. Und nochmal an dieser Stelle, ihr solltet die alle lesen. Die sind wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Empfehle ich von tiefstem Herzen. Und auch die, das hat so gepasst. Wir haben uns so gut unterhalten. Es war so toll. Und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Treffen. Wir werden ab Herbst zusammenarbeiten, miteinander arbeiten. Und es wird so, 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 so wundervoll. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich hatte erst so ein bisschen Angst vor diesem Tag. Ich bin immer so, wenn ich alleine ohne die Kinder reise oder ohne die Kinder Zeit verbringe, fühle ich mich manchmal so ein bisschen verloren und einsam. Und davor hatte ich heute so ein bisschen Angst. Aber es hat sich alles gelohnt. Die insgesamt 8 Stunden Zugfahrt haben sich gelohnt, um einfach diese 2 tollen Frauen zu treffen und diese wundervollen Gespräche zu führen, die wir halt hatten. Und ich musste einfach reinwachsen in diese Zeit nur mit mir allein. Und das wird nicht immer einfach sein. Ich werde bestimmt öfter einsam sein, aber ich muss das viel, viel häufiger machen. Und irgendwann wird mir das auch nicht mehr so schwer fallen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und ja, wir sind jetzt, wenn ihr das seht, im Urlaub an der Ostsee. Verfolgt uns gerne auf Instagram, da werdet ihr euch jeden Tag so ein bisschen mitnehmen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!